Okay, Leute, wir sind bei einem kleinen neuen Video angelangt. Und zwar gibt es das auch schon öfters auf YouTube, einfach auf die alten Videos reagieren von sich selber. Und ich habe mir mal ein paar hier rausgesucht: 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Das erste Video auf diesem Kanal. Es gab, Fakt dazu ist, eigentlich gab es vor diesem Duty Calls Video noch ein anderes Video, beziehungsweise fünf andere Videos. Und zwar Lego Indiana Jones. Das war das erste Let's Play, das ich hochgeladen habe. Dort hat man mich aber einfach kein bisschen gehört. Also so minimal im Hintergrund, dass ich es dann irgendwann wieder gelöscht habe. Und ich werde einfach mal starten. Einmal kurz reinschauen, ein bisschen rumhören, was da so passiert ist. Und ja, 150 Aufrufe. 18. Mai 2011. Ich habe das Video selbst geliked. Oh Gott. Ich habe Leute immer dafür, wie heißt das Wort, verurteilt, wenn sie ihre eigenen Sachen geliked haben. Bei Facebook oder bei YouTube eben. Oh Gott. Ja. Okay. Ja. Hallo und willkommen bei Let's Play unserer Duty Calls, der Calm Before the Storm. Ja, das Spiel ist ein ziemlich brutales Spiel. Also bitte jetzt alle Zuschauer unter 18 bitte weg. Oh Gott. Ja, Oh mein Gott. das Spiel ist also, wie ich gerade sagte, ziemlich brutal und... Was? War. War never changes. Or does it? The war has. Und ganz Es weit. hängt, es ist einfach 10 FPS. Ja, Oh Gott. I am an enemy. Oh mein Gott, ein Feind. Ich fühle mich bedroht. Was laberst du für eine Scheiße? Boring. Boring. Ow. Boring. Ranko! Master Sergeant Shooter Person. Ich habe das mit meinem Laptop aufgenommen damals und das war, also er war nicht wirklich gut, ja, er konnte nicht wirklich viel, vor allem beim Aufnehmen. Und boah, wenn ich mir das so anschaue, also es war einfach 10 FPS, ja, man hat mich kaum gehört und ich habe es auf dem Boden aufgenommen, das weiß ich noch. Ich saß auf dem Boden, während ich das aufgenommen habe. Oh Gott. Gegner war so stark, Stock. Also, wir haben gerade einen sinnlosen Stück aufgehoben. Du warst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ganz ernst, wenn man sich so anschaut, dann denkt man sich echt nur so, alle auf mich was schießen hast du werden. da gemacht? Dann macht euch bereit. Hier kommt Mr. Naru, Let's Play. Oh, nein, I heard gravelly voice with a big phone accent. Us, leader enemy boss, and then put your hands up. Okay. USA is dominate. Na, also. Ja. Okay, nächstes Video. So, Leute, Hallihallöchen, und zwar, Baphomets Fluch, 10. September 2011. Director's Cut. Da habe ich das Format nicht umgestellt. Ich war, keine Ahnung, ich habe es irgendwie vergessen. Oder, also nicht vergessen, ich meine, ich habe 20 weitere Parts so gemacht, aber ich wusste nicht, wie es geht. Oder. Ein Let's Play. Ja, ich weiß, ich mache das halt ziemlich viele Let's Plays. Aber ich krieg schon hin, keine Sorge bei diesem keine Sorge. Let's Play. Ich wollte das unbedingt spielen. Ich habe mir jetzt vor kurzem geholt. Wie gesagt, vor ein paar Stunden. Und ich wollte es wirklich blind machen und nicht vorweg spielen. Ich habe es früher als kleines Kind immer gespielt. Ich höre mich an wie ein kleines Kind. Was redest ja, du? Also, ja. Und warum ist und hier hat die Maus so so komisch gefallen, mit dem Fadenkreuz, das man so bewegen kann? Etwas älteres Point oh Gott. Übrigens eins der besten Point-Click-Adventure-Spiele. Bis heute immer noch. Man hört mich kein bisschen! Bla bla bla! Wer ist er denn? Und wie ihr seht, es war ein altes Spiel. Ich glaube vom Jahr 2000. Gott, ich kenne den. Keine Brieftasche, keine Papier.
Dieser Strich hier noch in der Mitte. Na egal. Jetzt habe ich Sie schon gewarnt. Ist das der Figur, Monsieur? Er war nicht. So, jetzt können wir. Et maintenant zum Geschäft. Der Inspektor ignoriert meine Bemerkung. Er trug ein Akkordeon. Sie bestätigt. Eh bien, eben. Wichtiges Einfallen, rufen Sie. Oberflächlich gesehen. Grenze. Rede ich auch mal irgendwo? So. Ach, da ist sie ja. Die Nico. Okay, nix wieder, Leute. Oh Gott! Star Wars The Old Republic, Beta. Der Sound ist schlecht. Der Sound war ultra schlecht. Ich habe dann Beta-Key bekommen, war so stolz drauf, dass ich das schnell machen musste, damit ich auch schnell viel Aufrufe bekomme, ja. Da habe ich 10.000 Aufrufe bekommen. Ich war voll stolz drauf, ja. Und ich dachte so, ja, ich muss alles schnell machen, ja. Schnell ein paar aufnehmen, schnell hochladen. Egal, scheiß auf die Qualität, einfach schnell hochladen. Und es war einfach so schlecht. Oh Gott. Ich muss mal kurz wieder reinhören. Rayvan. So. Hier geht's eigentlich noch. Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar Star Wars Old Republic Beta. Ja, also ich die Beta. Die Version gibt's jetzt noch nicht. Dein Streamer ist auch leiser. Ja, jeder ich habe jetzt noch nicht mal angefangen zu spielen. Ich hoffe mir bei dem Spiel was Gutes. Wow. Und die Schiff, das Schiff Imperium. Das Imperium ist eine starre militärische Gesellschaft. Das Intro schaue ich mir jetzt nicht an. Revan ist der coolste von allen. Oh Gott. Jedi Ritter S-Mal. Die sieht natürlich anders so schlecht aus. Aber jetzt spielen die mich doch nicht mal. Wenn ich da was eins raussetze, dann wie rankommen. Geschlecht wählen. Die Idee hatte ich damals von Kronk und Sarazar geklaut, weil die Dragon Age 2 gemacht haben. Der eine hat gut gemacht, der andere hat böse und haben sie dann oben in die Beschreibung geschrieben. Okay, nächstes wieder, Leute. Ah, oh, Gott, stimmt, der Icy Tower. Ich hatte früher so eine Phase, da war ich ultra verrückt. Da habe ich echt jeden Scheiß gemacht. Und dann dachte ich, es gibt einen anderen YouTuber, von dem ich das eben dann ein bisschen abgewandelt habe, Chainsman16. Ich denke mal, die meisten kennen ihn jetzt nicht mehr mittlerweile, der ist nicht mehr so aktiv. Er war auch so ein verrückter Typ und ich habe das dann immer einfach so mit irgendwelchen dummen, dämlich bescheuerten Spielen gemacht, wo ich einfach komplett abspacke, also einfach nur, keine Ahnung, einfach nur verrückt bin, ja, und das ist, Hallo Leute, ich spacke ein bisschen ab bei dem bisschen Spiel, eigentlich dauer. Echt? Dankeschön fürs Play. Dankeschön. Tschüss. Wow. Und da sind wir auch schon wieder. Boah. Cool Spiel. Sixpack. Classic Game. Yo. Ja. Ich bin voll der Player. Ja, Player. Hey, schau mal, wie cool der Player ich bin. Player. Schau mal, ich bin so cool. Oh, abspacken. Ja, alles abspacken. Warum sind überhaupt so viele Steine oben? Warum muss ich überhaupt so lang hüpfen? Ich hab keine Ahnung! Ich bin einfach ein komischer, cooler Typ, der Game Over ist. Ja! Und wir sind voll cool! Yeah! Und wir sind voll cool! Icy Tower! Wir haben voll die coolen 130 Scorepunkte, ne, 160, 70. Boah, sind voll gut. Voll das geile Spiel. 30 Euro. Nein, egal, aber na gut. So umsonst. Warum sind wir überhaupt hier drin? Was machen wir überhaupt? Alles sinnlos. Oh, alles sinnlos. Okay. Ja, wow, das war's. Okay, davon habe ich noch einen zweiten Part dann gemacht mit einem anderen Spiel, mit Lego Abenteuerinsel oder wie es hieß.
Bla. Oh Gott, Let's Build Together Minecraft, das war mit Patrick. Und ich weiß noch, da war er richtig jung. Da hatte er so eine piepsige Stimme. Jetzt bin ich gespannt, wie es anhört. Holy shit. Mr. Pat, wer ihn nicht kennt, macht leider momentan nichts mehr. Mit dem habe ich aber extrem viele Minecraft-Sachen gemacht. Also locker über 100 Videos an Adventure-Maps etc. Auf jeden Fall echt ein cooler Typ. Und ja, ich starte mal. Blablabla. Sag mal was. Sag mal was. Aggressiv Multiplayer Modus. Sag mal Alter! was, wie viel hast du? Nein! 25, okay, das war jetzt Chat. So. Nein! Ich bin kein Nein, er hört sich an wie ein Mädchen! Kohle! Was machst du gerade? Holz. Oh Gott! Er war in meinem Zimmer. Und ich war am Laptop und er war an meinem alten PC. Und wir hatten nur ein Mikrofon. Dann habe ich einfach in die Mitte gestellt. Oder so ungefähr in die Mitte, dass man mich gut Das hört. Und ganze mich hier auch irgendwie hört. Kohle. Was ist? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Nein. Es hängt, Leute, es hängt so Ich hart. bin zu voll zum Suchen. Lol. Hä, ich sehe das nicht bei Was ist mir. denn auch das? Er hat meinen PC-Account gehabt. Achso, das bestimmt, das ist ein Zombie. Ja, die Creeper können auch nicht verbrennen. Ach so, da war ich noch ja, besser als er in Gaming. Mittlerweile ist er in allen Spielen besser, auch wenn wir gleichzeitig starten, der ist einfach in jedem Spiel besser. Was bringen die denn mir? Ich kann was Wow. im Garten benutzen. Davon haben wir 8 Parts gemacht und ich glaube, ich habe die Map noch irgendwo. Das war meine allererste, glaube ich. Ah nee, ich war da vorne. Ja. Da müsst ihr einfach ein bisschen größeres Haus machen. Du hast ja im Haus spawnen. Hoffentlich spawnen halt nicht auf dem Dach. Okay, Leute, ich kann es, finde ich, mal weiter anschauen. Es geht einfach nicht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Zwar mal was Neues. Oh Gott, das Beste kam zum Schluss, glaube ich. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, euer Naro. Tschüssi.